Freunde, dieses Jahr ist es soweit. Ich bin auf großer Live-Tournee durch Deutschland und Österreich. In Deutschland sind wir in Hamburg, Düsseldorf, Essen, Jena, Stuttgart. In Österreich diesmal auch richtig unterwegs. Graz, Linz, Salzburg, Wien. Ja, da sind sie alle und noch viele andere Städte. Alle Infos unter eventim.de. Und jetzt geht's los. Hänzlers schnelle Nummer. Herzlich willkommen bei den beliebtesten Kochschnellen auf YouTube. Das wären wir schon längst, wenn ihr mal mehr abonnieren würdet, Freunde. Also, jetzt abonnieren. Und heute seht ihr hier, guck mal, Camembert. Ihr seht Speck, Zwiebel, Pilze. Was wird das? Heute trifft Italien Frankreich. Wir machen Spaghetti mit Camembert. Mit einer Käsesoße. Richtig fein. Was wir zuerst machen? Pass auf. Wir haben jetzt hier Pilze. Das sind Kräuterseitlinge. Die würfel ich fein. Dann mache ich noch Shiitake-Pilze. Auch würfel ich fein. Dann würfel ich Zwiebel. Guck mal so. Relativ grob. Und das gleiche mache ich jetzt auch noch mit dem Speck. Ich zeige euch das mal kurz hier. Erstmal die Schwarte ab. Da wichse ich schön über die Schuhe mit rüber, damit sie glänzen. So. Und dann haben wir hier jetzt Speck. Das schneide ich jetzt alles erstmal fertig und dann röste ich das an. Mucho Olivenöl in die Pfanne bzw. in den Wok. Ihr könnt es euch auch in der Pfanne machen, aber ihr wisst ja, ich bin ein großer Fan meines eigenen Woks. So. Jetzt braten wir das erstmal kräftig an. Ihr seht, alles ein bisschen gröber gewürfelt, dass man nachher, wenn die Pasta da reinkommt, der Käse, das zerläuft, dass es nicht zu feinteilig ist. Das ist auch eine Pasta, die ist ein bisschen mit der groben Kelle. Da hast du Zwiebel, Speck, den Camembert. Das muss richtig. Jetzt erstmal hier schön rösten lassen. Knappe 5 Minuten habe ich das jetzt hier gewokt bzw. gebraten. Man sieht, der Speck hat schön sein Fett ausgelassen. Zwiebel ist geröstet. Jetzt gehen wir an den Camembert ran. So, halber soll uns lang. Schneiden wir jetzt hier so Ecken runter. Und dann schmeißen wir die einfach mit dazu. Hitze reduzieren wir jetzt ein bisschen. Das ist wichtig. Also wir gehen jetzt runter von Stufe 7, 8 oder vielleicht sogar 9, wo wir gerade waren. Gehen wir jetzt runter auf Stufe 3 und lassen ihn so leicht anschmelzen. Und, ich hätte es fast vergessen, kommen natürlich Kräuter dazu. Ich benutze dafür, weil es super passt, Kräuter der Provence. Wer kennt sie nicht? Die schönste Region in Italien. Machen wir dazu. So. Und jetzt lassen wir es einfach schmelzen. Ich habe jetzt die ganze Zeit nichts gemacht. Man sieht einfach, guck mal, der Käse schmilzt sozusagen, nicht nur sozusagen, er schmilzt von alleine. Was wir jetzt aber machen, fette runde Creme Fraiche dazu. So, und jetzt fangen wir mal ganz leicht an, das zu verrühren. Wichtig ist, dass jetzt mit der Hitze unten bleibt. Wir brauchen jetzt nicht mehr viel Hitze. Dazu kommt jetzt von unserem Nudelwasser eine schöne Kelle. Guck mal so ein, anderthalb. So. Dass wir jetzt gleich genug Flüssigkeit unten haben für die Pasta. Oh, guck mal, wie schön das aussieht. Nudeln gießen wir ab. So. Zack. Einmal hoch. So. Jetzt gucken wir mal. Die Pasta. Tropfnass. Schön heiß. Mit dazu. Und jetzt rühren wir sie ein. Jetzt erhöhen wir die Hitze nur ein bisschen, nicht groß kochen, einfach nur ein bisschen heißer werden lassen. Und jetzt einfach nur rühren, dass das Ganze sich vermengt. Schau mal, oh, das hört sich gut an. Richtig schön klitschig. Mal hier den Käse noch ein bisschen auflösen. Komm, wir bleiben einfach drauf. Das ist einfach auch ein schönes Bild. Also man geht da mit dem Kochlöffel durch, das ist richtig so, das ist, als wenn du dich einreibst mit der Lotion. Nach dem Duschen. Bisschen trockene Haut. Kommt die Creme drauf und du denkst, wow, geschmeidig. So ist das hier gerade hier in der Pfanne. Ja, hier. Dann richten wir das Ganze an. Kratzen das raus. Dann würde ich sagen, fürs Auge einfach oben drauf noch ein bisschen ein paar Kräuter der Provence. Man könnte es theoretisch, komm, weil wir es haben. Ein bisschen Schnittlauch. Man macht das also einfach so, weil das Auge ist gewohnt, dass es noch ein bisschen schicker wird. Und was Grünes obendrauf. Und dann heißt es Bon Appetit. Ein italienisches Gericht mit französischem Einschlag. Gekocht von einem Deutschen. Das ist doch
Gelebte Völkerverständigung. So, guck mal, wie das schmeckt. Guck mal. Oh, sieht heiß aus. Oh. Très bien, très bien. Geil, sehr gut. Schönes Aroma vom Käse so. Und vor allem könnt ihr selber bestimmen, wie soll ich sagen, wie stark, wie extrem das Ganze wird. Nimmst du einen alten Camembert, dann hast du natürlich richtige Käsepower. Nimmst du einen jungen, ist es ein bisschen sanfter. Ich würde mal sagen, wir haben so mittelalten. Schmeckt richtig lecker. Cremig wie Sau, guck mal. Es haftet wunderbar auf der Pasta. Fein Speck, Zwiebel, Croix de Provence. Das ist eine geile Pasta geworden, muss ich sagen. Boah, Freunde, happy day. Hier ist die Einkaufsliste. Und die Einkaufsliste für Spaghetti mit Camembert und Speck für zwei Personen brauchte 52 Gramm Spaghetti, einen halben Camembert, eine weiße Zwiebel, ca. 120 Gramm Speck, ein Kräuterseitling, 5 Shiitake-Pilze, Schnittlauch, 2 Esslöffel Creme Fraiche. Ich habe noch reingehauen, schnelle Nummer, Provence-Kräuter. Das war Hänzlers schnelle Nummer. Noch mehr Infos findet ihr unter hänzlers-schnelle-nummer.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.